Hey ho, hier ist wieder euer Alai mit der Danu. Hi. Und wir machen heute weiter in Rising World. Kehrborn. Genau, wir Na, haben uns ein nicht zu viel. Bisschen was vorgenommen. Du stehst auch noch. Kann nicht wahr, ich renne. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Abbauen an, weil wir haben so ein bisschen was vor. Wir wollen unser Häuschen weiter ausbauen. Oder wir wollen es erstmal bauen, ich sag nicht ausbauen. Ja, es ist ja noch kein Häuschen. Unsere Plattform ausbauen. Unsere mickrige Plattform ausbauen. Irgendwie ist da dunkel. Ich glaube, ich muss schon wieder Fackeln setzen. Dafür brauchen wir jede Menge Stein. Wir haben zwar schon ein bisschen was oben in der Kiste, aber das wird garantiert nicht reichen. Das ist der einzige Nachteil, pro Stein, den man hat, kann man auch nur einen so einen Block herstellen. Ja. Da ist Holz ein bisschen ergiebiger. Ja, Holz haben wir ja dann oben auch, wenn wir Bäume anpflanzt haben. Das können wir nachher auch abbauen. Also ihr kriegt einiges zu sehen, wenn wir oben rauskommen. Naja, ist aber nicht so, dass da draußen jetzt ein Urwald wächst. Ja, aber ein kleines Wäldchen. Brauche ich da überhaupt Stein ab? Ja, ich brauche Stein ab. Verwendest du nicht da unten die Taste L oder verarbeitest du auch mit Fackeln? Nein, nein, ich arbeite jetzt gerade im Dunkeln und wollte jetzt eine Fackel setzen. Was ich gelesen habe, ist, außer im Überlebensmodus, der kommen soll, wird überall übrigens zum Beispiel die Taste F2 aktiv sein. Das heißt, fliegen kannst du immer. Außer du spielst dann im Überlebensmodus. Das ist ja das, was wir noch gar nicht oder nicht nutzen, das F2 für Fliegen. Ja, ist für einen Hausbau nachher ganz praktisch. Dann braucht man nicht so komische Konstruktionen nö, setzen nö, fürs nö. Dach. Wir bauen ordentlich. Ja, ich habe bei mir auch eine Treppe hochgebaut und bin dann über den Rand immer gelaufen. Eben, ist doch viel lustiger. Gibt's den Plumps-Counter? Haben wir alle was davon? Koya ist nicht anwesend, der wird nicht allzu hoch ausfallen dann. Aber Obi zählt den durch bei dir. Ups. Kann er machen. Habe ich da ein Loch gefunden? Oh, ich habe hier schon mal eine Ressource. Ich glaube, ich habe ein Loch gefunden. Und ich habe, glaube ich, Eisen gefunden. Yep. Ach Mist, da war ich schon. Der Tunnel ist ein bisschen länger da unten. Ja, ich habe gerade einen Durchbruch zum Unteren gemacht. Weißt, alle schaut, dass es schön bei der Frischluft ist und mich lasst ihr da hinten im hintersten Eck arbeiten. Naja, Frischluft bei dem Loch, was ich mir hier gerade bot. Da kommt auch nicht mehr viel an. Na gut. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder aus dem Loch rauskommen. Soll ich dir helfen? Mach mal alle Befreiung. Bin ich ja schon geübt drin. Aber das Eisen konnte ich mir nicht entgehen lassen. Das vorne beim Eingang oder wo? Nee, nee, hier, ich bin in meinem Löschchen bin ich auf einmal auf Eisen gestoßen. Okay. Cool. Oh, fast zwei Stecksteine habe ich schon. Siehst, was wir das letzte Mal auch nicht herzeigt haben, ist, wie man den Stack teilt. Auf das sind wir durch Zufall drauf gekommen. Ja, das haben sie sehr interessant gemacht. Ja. Wenn man nämlich einen Stack in einen anderen Slot zieht, die linke Maustaste dabei festhält und dann das Mausrad dreht. Kann man dann beliebig teilen. Genau, packt man genauso viele, wie man haben will, in den neuen Slot. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Man sollte dann nur aufpassen, dass man nicht die linke Maustaste loslässt, während man noch auf diesem Slot ist, sonst stapelt man wieder. Also solche Kleinigkeiten. Aber du kannst, das Praktische ist, du kannst es so auch auf 10 Teile teilen, wenn du es magst im Prinzip. Ja, man kann ganz genau angeben, ob man nur 1, 5, 10
oder was immer man haben will. Ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber dann ganz praktisch. Ja, fand ich auch. Ist halt für die Leute, die, wie wir das, sehr viel Counter-Strike und ähnliches zocken, ist das weniger das Problem. Die sind ja diese Fingerakrobatik schon gewöhnt. Ja, sonst nimmt man Insofern. halt zwei Hände dazu. Man kann auch beidhändig die Maus bedienen. Das stimmt. Geht alles. Und ich habe auch nie Counter-Strike gezockt und schaffe das. Ja, es geht, es ist nur gewöhnungsbedürftig. Eben. Wird schon wieder so dunkel hier unten in dem Loch. Ich glaube, ich sollte mal wieder eine Fackel setzen, sonst seht ihr nichts. Hast du noch welche? Ja, so 31 plus noch ein ganzes Stack. Also gut, Metalle habe ich da hinten nicht, aber ich baue zumindest Stein ab. Ja, findet man immer wieder, ist Glücksspiel. Ja, mit Metalldetektor kann man es ja dann gezielt suchen, aber bis zu dem brauchen wir noch ein bisschen. Ja, da fehlt uns noch das Golderz. Also weiter buddeln. Maulwurf spielen. Allei der Maulwurf. Wobei ich Allei der Schäfer auch gut fand. Apropos Schäfer. Ja? Ich muss gleich wieder Schafe Oh nee. schlachten. Ich hab's nicht. Ich hätte es nicht sagen sollen. Oh, bin ich da oben schon beim Gras? Ups, und dann nach oben sollte ich nicht mehr graben. Wieso denn nicht? Dann könntest du wenigstens sagen, guck mal, ich habe Licht gefunden. Ich habe Licht gemacht. Nein, theoretisch müsste noch ein bisschen Erde über mir drüber sein. Ja, das kommt recht früh mit der Grasschicht. Aber nachdem wir momentan keine Erde brauchen, wollte ich eben nicht höher graben. Ja, da haben wir ja auch schon ein paar Stacks von. Echt? Ich glaube, ein bisschen Erde war da. Wow, ich habe erst 14 heute gesammelt. Was passiert eigentlich, wenn ich einen ganzen Felsen rund um die Fackel abschlag? Bleibt die Fackel dann stehen? Ich habe es noch nicht ganz ausprobiert. Ich habe immer extra ein bisschen was stehen lassen. Okay. Ich habe jetzt eine Stelle, wo ich es dann vermutlich gleich ausprobiere. Und nachher dann schickt man alle mit dem Vorschlaghammer durch die Höhle, der muss den Stein wieder gerade klopfen, gell? Das geht ja auch. Mit Vorschlag haben wir schon mal ausprobiert. Nee, den habe ich mir noch nicht gebaut. Da war ich zu gierig, was das Eisen anging. Ah, ich hab mal ausprobiert. Ist ganz lustig. Aber du Oh, hättest in der cool. Höhle sicher ewig zu tun. Oh, da musst du meine Offscreen-Höhle mal sehen. Da hätte ich zu tun. Okay, ja, die Fackel bleibt schweben. Ja, schade. Jo. Eigentlich hätte ich mir gedacht, die fällt jetzt vielleicht runter und ist kaputt. Ja, oder wenigstens, dass so runterfällt. Ja gut, das kann man aber in vielen Spielen so ausnutzen. Man platziert sie erst hin und baut dann alles rundherum ab. Ja, es ist ja auch noch eine sehr, sehr frühe Version. Ich Wir wollen kann die drei Fackeln schweben Mannekes. lassen. Wir wollen die drei Mannekes mal nicht überfordern. Nö. Sie haben schon wirklich erstklassige Arbeit bis jetzt geleistet.
unterirdisch verliert man so leicht die Orientierung. Ja, zwischendurch habe ich selber abgebaut. Na super, ich nur Stein. 5 Stacks habe ich gleich. Was macht man mit Strebern? Man schmeißt sie in ein Loch, oder? Gib dir eine Spitzhacke und sagt, schau, da hast du. Ich mach doch nichts anderes, als auf die Wände einzukloppen. Nur weil ich jetzt gleich die dritte Fackel setzen muss? Oh Mann. Buddelst du dich nur gerade vor, oder wie? Ja, immer so ein bisschen im Halbkreis vorwärts, ja. Achso, ich mach mein Loch da größer vom letzten Mal. Ich mach so ein Loch. Das aus. Wie gesagt, so trifft man regelmäßig eigentlich auf irgendwelche Adern. Oh, ich habe mich irgendwo im Kreis gebuddelt. Ne, das ist mein eigenes. Da habe ich Eisen übersehen. Na, sowas aber auch. Schämen. Stell dir mal vor, wir müssten diese Stollen auch noch absichern, damit uns nicht die Erde am Kopf knallt. Na gut, da war rein Stein abbauen. Naja, ich komme bis zur Erde hoch. Also eigentlich müsste ich schon längst verschüttet sein. Ja, da müsstest du ja dann eigentlich Stollenträger bauen. Ja, da war noch was. Würde es zwar vielleicht ein bisschen kompliziert machen. Ja, aber ich denke, jetzt gleich dürften wir genug Stein haben erstmal. Definiere genug Stein, du weißt, was wir noch alles brauchen. Ja, da schon, aber jetzt eine halbe Stunde die Leute beim Abbauen zugucken zu lassen, ich weiß nicht, ob das das Interessanteste wäre. Nein. Ja, wir haben ja vom letzten Mal noch ein bisschen Stein über. Ja, 3,5 Stacks oder sowas waren, glaube ich, noch drin. Ja, zumindest können wir schon ein bisschen was bauen. Ah, wieder Eisen! Oh Mann, immer diese Streber. Du, man kann auch Zellentüren bauen, gell? Mhm. Ich hab's gesehen. Gut. Ich meine, ich hatte auch sowas wie Gitterstäbe gesehen, aber... Ja. Ja, bei mir hört man schon die ganze Zeit im Hintergrund, Benjamin Blümchen ist auch anwesend. Magst du den Themen aus so falsches Spiel? Das wird garantiert auch noch kommen. Nee, hoffentlich nicht. Du kannst Elefanten züchten. Okay, Kopfkino lieber aus. Ups. Eine andere in eine Grube gräbt. Das war die Strafe. Ja, ich bin ja noch nicht reingefallen, ich bin nur runtergerutscht. Ja, ich denke mal, das sollte erstmal reichen. Ja, nur noch den einen Stein da und nur noch den da und ja, ich komme schon. Wo hab ich mir da ein Löchskin gebuddelt? Wenigstens auch ein bisschen Erz hab. Erwischt! Was denn? Ja.
Ja, was denn? Schön die schon existente Ader nehmen. Ach, es ist schon wieder Natürlich. Nacht. Ja, dann können wir gleich mal schlafen. Hier unser kleines Holzwäldchen. Unser Holzlager quasi in Natura. Genau, das wollten wir eigentlich auch noch abbauen. Im Endeffekt, wir brauchen ja dann wieder die Setzlinge, damit wir neue Bäume anpflanzen können. Wir haben ja kaum Bäume. Aber ich glaube, jeder Bauer wäre froh, wenn man so leicht die Baumstümpfe aus dem Boden rauskriegen würde. Oh ja, ich hatte ja schon Befürchtungen. Dass man da nachher Ich wirklich hätte. mit Schippe und Kohl dran steht. Ja, oder mit Sprengstoff. Ach, Marco Obi. C4 drauf und gut ist. Nicht gut? Ich frage mich gerade, wieso Obi als der Sprengstoffverrückte verschrien ist. Naja, weil es ja ist. Ich glaube, der Unterschied ist nur, er denkt es. Nee, er macht es. Du denkst es schon die ganze Zeit. Ja, vielleicht. Irgendwo habe ich den Baum verloren. Also mein erster Baum war großzügig, der hat mir drei Setzlinge geworfen. Mein zweiter Baum war vollgierig, der wirft keinen einzigen. Also du siehst hier irgendwo einen liegen. Machen wir die restlichen weg, vielleicht haben wir durchaus einen übersehen. Aber das werden wir dann mit der Sense erst richtig sehen, wenn wir da mal ein bisschen abgeflacht haben. Ja. Sind sowieso so die ersten beiden Sachen, die ich gerne aus Metall bauen würde. Sichel und Sense. Wäre durchaus sinnvoll. Ja, da hat man wieder drei Setzlinge gegeben. Meiner war scheinbar wieder gierig. Aua, Baum am Kopf gefallen. Haben wir denn hier zwischen? Hast du zwischendurch eine Palme abgesäbelt? Ja. Ich Haben wir denke schon mir gedacht, dass gerade, uns das irgendwann auffällt? Alle Bäume, die ich irgendwann abgesäbelt habe, habe ich wieder aufgestellt. Also überall, wo ich Setzlinge hatte. Denk dran, was zum Essen. ja, es ist noch nicht rot. Siehst du, was ich alles für Bäume gehabt habe in meinem Inventar? Eine Palme hatte ich noch nicht gefällt. Doch, ich war neugierig. Müssen wir irgendwann so einen kleinen Sandkasten bauen. Ja. Ups, jetzt habe ich einen Baumstamm zu hauen. Ich hätte nicht mit dir reden sollen. Waren doch ganz schön viele Bäume.
So ein paar Stück sind zusammengekommen. Und das Schöne ist auch, dass du das jetzt nicht einfach als Holz irgendwie einsortiert, sondern dass du wirklich jede Art einzeln hast. Ja. Also ich habe derzeit Birken, ich habe... Was bist du? Ein Palme, ein Stück... Oh, ich dürfte ein Stück Palme gemopst haben. Und ich habe Kacke. Ja, die ist so ganz komisch im Knicke umlacht die da. Oh ja, ich freue mich, wenn wir eine Sense haben. Warum? Was ist es im hohen Grab? Nächstes Mal könntest du mich vorwarnen, wenn du mir einen Baum im Mund schmeißt. Ich dachte, du hast Hunger. Jetzt muss ich warten, bis du den zerlegt hast, weil ich könnte noch einen Setzling liegen. Zwei habe ich schon. Hast du von der Palme einen Setzling gekriegt? Ja, zwei Stück. Cool. Das war nicht meine Befürchtung, dass da kein Setzling wieder rauskommt. Nee, doch, die war großzügig, die hat uns sogar zwei gegeben. Ich sehe schon wieder nur Blätter. Dabei habe ich diesmal sogar extra auf der Seite gestanden, wo du nicht warst, aber der Baum wollte irgendwie in die andere Richtung fallen. Willst du jetzt behaupten, der Baum wollte unbedingt meine Aufmerksamkeit? Ich will zumindest versuchen. Mhm. Ja, aber ich bin echt extra auf die andere Seite gegangen, als ich gesehen habe, wo du hinläufst. Ja, es ist egal, wo du stehst. Das, manches Mal fliegen da die Bäume am Kopf, manches Mal fliegen sie neben dich. Die haben fliegt jetzt überhaupt ganz interessant weg. Die haben irgendwie ihre eigene Richtung. Ja, außerdem darfst du nicht vergessen, sie sind ja teilweise jetzt nah aneinander gestanden. Ja. Also da irgendwo liegt mein Baum. Ja, und irgendwo darunter dürften Setzlinge liegen. Nee, die sind sogar in der Luft geschwebt. Oh, auch nicht schlecht. Drei Stück noch. Ja, ich lasse extra jetzt einen zwischen stehen, ja? Kannst du machen. Er fällt diesmal auch in die Gegenrichtung. Gut. Dann hat mein Plan ja geklappt. Während Alla jetzt den letzten fällt, setze ich die gleich wieder an. Ja, kannst du machen. Man kann ja auch danach noch mit der Sense arbeiten. Das ist wurscht, ja.
Im Prinzip ist egal, wie nah die Bäume zusammenstehen. Also theoretisch könnte ich es auch direkt nebeneinander setzen, aber ich finde, es schaut zu gruselig aus. Ja, wollte ich gerade sagen, das sieht ja nach nichts aus dann. Ich habe alle angebaut, die ich hatte. Na, ich muss jetzt erstmal kurz was essen. Da haben wir ja dann noch was zum Herzeigen. Allein? Bist du fertig? Ich bin gerade am Setzlinge raushauen. Gut, ich stelle mich dann mal an den warmen Kamin, ach so, an unsere Forge. Ja, nenn es ruhig Kamin, weil ich glaube, Kamin kann man noch nicht bauen. Nein, habe ich zumindest, glaube ich, keinen gesehen. Ich war fleißig, ich habe fast 8 Stacks Stein geholt. Ich glaube, wenn die alle groß sind, dann kann man es wirklich Wald nennen. Wie viel hast du da gesetzt? Ich glaube 16 Stück. Okay, ich habe auch so um die 20 gehabt, ja. So. Genau, das letzte Mal haben wir nicht da Eier reingetan und das ist jetzt fertig. Dein Internet mag gerade nicht. Ach ja. Dann Ah, erklärst es du. wird aber schon. Wird schon wieder besser. Dann erklär. Hier seht ihr, wir hatten ja das Erz in der letzten Folge da reingeschmissen. Und hier seht ihr, wie die Barren dann aussehen. Ich schnapp mir mal davon ein davon ein. Genau, einfach schnappen mit der Taste F. Der F. Und keine Ah, Sorge, es ist jetzt. nicht so heiß, wie es ausschaut. Nö, man kann spontanerweise einfach reingreifen. Und hier seht ihr dann Aluminiumbarren, Silberbarren. Das geht mit allen Erzen, die man abbaut. Ich glaube, man braucht da auch für nichts Rohmetall zum Bauen. Nein, du brauchst eigentlich immer die Bahn. Na, glaubst du, er lässt mich das in die letzte Reihe platzieren? Da liegt auch noch was, ne? Ja, aber nicht links. Also er lässt mich gerade irgendwie nur in die ersten zwei Reihen platzieren. Gleich mal versuchen. Oh, ich gebe da was in die Kiste. Oder hast du? Ne, ich hab. Ne, an die Hintersten komme ich auch gerade nicht dran. Okay. Dabei haben wir einen Allerdings. extra Grat hingestellt. Na doch, jetzt geht's. Ich muss nur deine mittlere Reihe wieder rausnehmen. Okay. Ja, dann mach ihn mal voll. In der Kiste drüben hast du noch was. Haben wir eigentlich jetzt Eisenerz auch schon dabei gehabt? Nee, bei der Fuhre nicht. Da in der Kiste sind 6 Stück. Die könntest du noch reinlegen. Nö, voll. Ja, und mal. Ich hab noch 19. Ja, tu's in die Kiste.
Dabei sagt er würde gerne Werkzeuge bauen. Ich habe ja jetzt jede Menge Eisenerz reingeschmissen. Achso, hast du eh, okay. Ja, ich hatte ich glaube 25 oder 26 Eisenerz. So, ich werde jetzt einmal dort verbreitern, wo wir gesagt haben, weil ich habe noch ein bisschen was von dem, von unserem Boden. Durch Doppelklick stapelt ihr automatisch entweder auf Sachen, die schon drin sind in der Kiste oder halt in der Reihenfolge, wo gerade Platz ist. So, also jetzt können wir rundherum da mal die Mauer bauen. Ja, aber wenn ich auf die Uhr gucke, wird das wohl erst in der nächsten Folge. Oh Mann, haben wir schon wieder so getrödelt? Ja, wir sind schon wieder bei 31 Minuten angekommen. Das ist ja schlimm mit dir. Man kommt zu nichts. Dafür sind wir jetzt vorbereitet und können in der nächsten Folge eine komplette Baufolge machen. Boah, bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. Boah, schauen wir mal. Lasst euch überraschen, schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt, Danu und Alai spielen. Genau, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.